Grüßt. Ich habe hier wieder einmal meinem Hobby gefrönt und ein neues Bauteil geschaffen. Einfach ein Stück Balken, ein Sparren, einen Aufschiebling. Wenn ich das anklicke, ich habe mal überall an allen diesen Endschnittpunkten Anfasser mitprogrammiert und in den Achsen des Teils kann ich jetzt Folgendes machen. Zum Beispiel, wenn ich die Achse hier anklicke, seht ihr, was passiert. Das heißt, ich kann hier den Winkel verstellen. Natürlich auch auf Ausnahme 60 Grad. Ich kann hier die Länge des Fuhrkopfes bestimmen und somit auch die Art des Aufschieblings. Natürlich muss man dazu sagen, dass heutzutage ein solcher Sparrendachstuhlanfang nicht mehr so gemacht werden wird. Man wird eher gegen eine Betondecke abstützen, aus Gründen der Wärmedämmung und aus Gründen der Dampfdiffusion, das hier relativ schwierig einzubauen ist, wenn ich hier einen ausgebauten Dachstuhl haben will. Aber egal, ich habe es einfach mal probiert, wo ich hinkomme. Also, zum Beispiel. Hier habe ich die Länge des ganzen Teiles, also praktisch von der Achslinie bis zum Schnittpunkt der Achsen. So, ich gehe mal in den Grundriss. Im Grundriss schaut das Teil so aus. Hier ist jetzt genau dieser Punkt, den ich im 3D angeklickt habe. Das heißt, hier kann ich die Breite von der Achse angeben. Das hier wäre die Achse. Die Achse des Teiles selbst, der Aufschiebling und der Sparren. Ist einfach ein Projekt 2-Befehl. Hier kann ich die Breite des Aufschieblings bestimmen, wobei ich habe noch keine Lösung gefunden, wenn ich hier von der Achse ausgehe. Ich müsste immer die halbe Breite angeben. Ich will aber die ganze Breite angeben. Das heißt, es hilft mir hier mit der Maus nicht viel, sondern ich muss dann wirklich eine Zahleneingabe machen, damit ich das ordentlich verstellen kann. Das heißt, ich kann es zwar hier anfassen, ich muss in kein Menü rein, aber die ganzen Breiten, die ich hier habe, also wenn ich hier jetzt zum Beispiel irgendwas zurückstellen will, genau auf diesen Punkt, stimmt das trotzdem nicht, weil es immer auf die halbe Breite geht dann. Das heißt, wenn ich hier die Balkenbreite 0,1, muss ich es manuell machen. So, ich habe hier noch einen Schalter. Wenn ich diesen Schalter schalte, bekomme ich auch im Grundriss diese Ansicht rein und kann hier im Grundriss, obwohl ich es hier im Grundriss drinnen liegen habe, die Ansicht verstellen. Genau wie ich es im 3D schon gezeigt habe. Also all diese Teile kann ich verstellen. Ach ja, das gibt es im 3D auch, das habe ich nicht gezeigt. Das wäre die Anbindung der Wandbreite. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen 25er Ziegel habe, dann wird die Achse meines Sparrens, die Achse meines Balkens und die Achse meiner Wand dann genau untereinander sein mit diesen zwei Anfasserpunkten. Wie gesagt, ich habe es hier von diesem Punkt aus gemacht. So, ich lege mir das mal hier rüber. Hier habe ich die Achse, gehe ich mal weiter runter. So, wenn ich in diese Ansicht gehe, sehe ich das Teil hier. Das heißt, ich muss es mir jetzt einmal, weil ich ja von den Achsen ausgehe, muss ich die Achsen konstruiert haben im Schnitt. Das heißt, hier die Achse meines Balkens, hier die Achse meines Dachstuhls, hier stelle ich es auf den Achsenschnittpunkt, hier kann ich die Vorkopflänge eingeben, der Aufschiebling wird automatisch angepasst und hier, wie gesagt, kann ich den Winkel noch eingeben. Dann passt das Teil relativ gut
in einen Schnitt. Gut, hier habe ich den Bodenaufbau mitgenommen. Stein 3. Damit man sich es vorstellen kann. Und jetzt müsste ich es nur noch vervielfältigen. Was ich noch nicht eingebaut habe, ist eine abgehängte Decke, also eine Zange. Die habe ich gelassen. Wie gesagt, ich nehme an, dass das heutzutage sowieso nicht mehr so gemacht wird, sondern eher mit einer Decke, gegen die sich dann der Sparren abstützt. Ob der Sparren dann weiterläuft und beim Decken nur ein Ausschnitt entsteht oder eine Knacke eingebaut wird. Man muss dazu sagen, hier in Österreich wird ein Sparrendachstuhl eher selten verwendet. Abbrechen. Nein, falsche Funktion. So. Das wird besser. Wie gesagt, ich brauche es nur mehr multiplizieren, spiegeln und so weiter. Stellung 2. Hier sieht man auch im Grundriss das Teil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Erdgeschoss durchschauen lassen will. Moment, so. Obergeschoss, rechte Maustaste, Transparentpause anzeigen. Dann habe ich hier, wie gesagt, die Achse der Wand, hier die Wandbreite, dass ich das richtig einstellen kann. Also kann ich im Grundriss auch erweitern. Es ist natürlich dann sinnvoll, dass ich im Grundriss dann wieder die Ansicht nach der Bearbeitung ausschalte. So, was relativ komplex zu programmieren wäre, das habe ich mir bisher gespart, ist natürlich die korrekte Darstellung, welcher Teil ist geschnitten und welcher Teil wäre dann strichliert darzustellen. Leider gibt es diese Funktion im GTL derzeit noch nicht. Also wenn ich das haben wollen würde, die richtige Darstellung, müsste ich es nach dem Editieren, natürlich immer günstiger, wenn ich da vorher die Kopie davon mache, das in einen Morph verwandeln, und im Morph kann ich einstellen, dass es genau in einem Meter Höhe über dem Geschoss geschnitten wird. Also, ja, jetzt habe ich die Wand noch vorgenommen. Also normalerweise hier habe ich die Geschosshöhe, einen Meter drüber würde es geschnitten, das heißt, ich würde meinen Teil hier irgendwo geschnitten sehen. Genauso wie ich es ja mit dem Dachstuhl hier sehe. Das heißt, hier würde ich dann irgendwo den Sparren geschnitten sehen wollen. Man könnte das manuell machen, dass man einfach eine Schraffur dann seitlich verschiebt und an die Gegebenheiten des Dachstuhls hier, also in dem Fall in der Profilwand, dass man das anpasst. Man könnte es auch programmieren, dass man sich die Geschosshöhe raussucht und je nach Abhängigkeit der Geschosshöhe von diesem Punkt über die Cosinus-Funktion die Lage der Schraffur heraussucht. Das habe ich bisher nicht gemacht. Wie gesagt, das ist ja nur ein Hobby. Gut, ich werde das Teil dann mal auf Bing Components hochladen. Allerdings wird es wie immer ein wenig dauern. Das heißt, ich werde es dann auch auf der Dropbox vorher noch freigeben, die ganze Datei. Gut, das war's. Schönen Montag.